Selam arkadaşlar, herzlich willkommen zu einem neuen Video. David und ich gucken uns heute zwei türkische Videos an. Und zwar von Bege und Norm Ender. Ich kenne beide nicht, aber Bege ist ein YouTuber und Norm Ender ist auch ein bisschen Sänger. Und beide Songs sollen wohl in Richtung Hip-Hop-Rap gehen und sind neu, haben viele Klicks, so bin ich auf die aufmerksam geworden. Und mal gucken, wie die sind. Ich und David haben letztens Rainman Ella angeguckt und Kekiler Nasa. Haben uns eigentlich sehr gut gefallen. Ja, sehr gut. Und da sind wir jetzt gespannt, wie die nächsten zwei Lieder sind. Und fangen wir an mit Bege, Daejeon Güven. Bin gespannt. Auf dem Thumbnail, dieses blonde Mädchen erinnert mich schon an Alena Tilke. Das Alena Tilke ist, bin ich gespannt. Okay. Hä? Deutschland? Deutsche Autobahn. Deutschland? Ist das Alena oder nicht? Das ist Berlin. Ja, schon Und der ist ein Jahr jünger als ich. So alt wie du. Jene Dennis von Neu. Das ist Alena Tilke. Also, sie ist eine berühmte Sängerin aus der Türkei. Jetzt mittlerweile. Und die ist auch 18. Das ist als erstes unerwartet, vor allem weil es in Deutschland gedreht wurde. Und die Szene, so diese Szenenwechsel. Sehr viel Eindruck für zugleich schwierig, ja. Ne? Aber der Hulli gefällt mir. Alena. Ich konnte nicht klar. Voll unerwartet. Okay, was ich sagen könnte, die verschiedenen Szenen, vor allem diese bunten Szenen. Ja, sehr viel Buntes dabei. Dann so diese Ausschnitte in Berlin. Ja, war cool, aber fast, halt, passiert so voll viel irgendwie. Ja. Ich kam nicht hinterher. Aber war vom Lied her, jetzt, was soll ich sagen? Ein bisschen so chilliger gewesen, fand ich so. Ja, chillig und Bege, Daejeon Güven. Interessant. Kennt ihr mehr Lieder von ihm oder was macht er eigentlich so? Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Und nice fand ich, dass Alena Tilke dabei war. Ich bin sehr gespannt auf Norm Ender, der nächste Sänger. Und da erwarte ich jetzt noch mehr, weil er hat über 50 Millionen Klicks. Geiles Auto, drei Frauen, Corvette fängt schon mal an.
Das müssen sie wie 90er Rapper. Prince von Bel Air oder sowas. Der Beat hier wird besser. Sehr rap-Richtung. Schneller. Ich find's gut, wenn die manchmal so englische Wörter immer so eingetippt. Okay, interessantes Teil. Sehr. Schon jetzt schwierig für dich, was zu sagen zu können, als Deutscher, denkst du wahrscheinlich, hey, was ist das Bild, Was hat er da an, ey? Das war ein geiles Ende. So, David, was sagst du jetzt? Also ich fand das zweite Video hat mir besser gefallen, weil es mehr Hip-Hop-Rap war. Es hat nochmal ein bisschen so chilliger angelehnt. Hat mir auch gut gefallen, aber das war für mich ein bisschen zu langsam. Hat mir das zweite ein bisschen besser gefallen. Genau, also ich bin deiner Meinung. Und ich muss sagen, das erste Lied war okay, aber ich fand, da war nichts Besonderes im Lied. Und das einzige Interessante war halt nur das Video, fand ich eigentlich. Und beim zweiten war das Lied schon gut, hab ich schon gepackt. Von dem Beat war echt geil. Und gegen Ende fand ich es noch besser. Ja, ein schneller wurde noch. Und ja, da kann ich auch eher für ein Normende. Leute, falls ihr mehr kennt, so in diese Richtung, könnt ihr es gerne in den Kommentaren schreiben. Und was ist dein Eindruck jetzt von türkischer Musik? Also waren natürlich zwei unterschiedliche Sachen. Also auch relativ modern, hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich kenne das halt nur eher oldschool türkische Musik. Und da war aber jetzt hiervon nicht wirklich was zu sehen, fand ich. Aber ich finde diese, wir haben es vier Videos angeschaut gehabt. Und vier Videos finde ich jetzt auch, wie soll ich das sagen? Es gibt auch eigentlich Popmusik, die ist auch in der Türkei eigentlich sehr beliebt. Und halt solche Musik, die wir jetzt angeschaut haben. Aber solche Musik, die jetzt wir angeschaut haben, ist auch richtig im Kommen irgendwie. Und auch beliebt. Und was soll ich sagen? Ist auch für mich neu, ehrlich gesagt, weil ich bin nicht so groß geworden, deswegen. Aber interessante Musik, muss ich sagen. Auch westlich angehaucht. Ja. Auf jeden Fall interessante Lieder gewesen. So Leute, falls ihr mehr sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren, kommentieren, gebt uns ein Like und
dann könnt ihr beim nächsten Video vorbeischauen und sagen dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.